Ich habe ja vor einiger Zeit eine Weile bei Osmotic Studios an Orwell mitgearbeitet. Wir saßen damals mit mehreren anderen Entwicklern auf einer Etage. Dadurch traf man sich mal in der Küche und wusste, woran die anderen Teams so werkelten. Unter unseren Büronachbarn waren die Moonies, aka Moon Eye Studios, die an ihrem Spiel Lost Ember arbeiteten. Ich hatte davor noch nichts von dem Projekt gehört, mir dann aber den ersten Trailer angeschaut und war von da an sehr interessiert an dem Spiel. Der Release wurde ein paar Mal verschoben und als es dann Ende November 2019 tatsächlich erschien, bekam ich das nur am Rande mit und spielte zu der Zeit dann lieber etwas anderes. Neulich dachte ich mir, dass ich mir das Spiel jetzt endlich mal zulegen sollte und wie der Zufall es wollte, war es just an dem Tag um 40% reduziert und ich hatte Urlaub. Es gab also keinerlei Ausreden mehr. Also ging es für mich hinein in die Welt von Lost Ember. Entschuldigung, könntest du mir helfen, dass... Oh, hey, du, ich brauche nur jemanden, der... Ist denn hier niemand, der mich verstehen kann? Alles beginnt damit, dass ein Wolf von einem kleinen Lichtwesen geweckt wird, weil dieses Hilfe von dem Wolf braucht. Ich stecke hier schon ewig fest. Seit ich hier bin, wollte niemand mir helfen. Ist das zu glauben? In einer Höhle stoßen sie auf menschliche Überreste sowie ein Amulett und finden heraus, dass der Wolf im vorherigen Leben eine Frau namens Kalani war, die nicht in die Stadt des Lichts durfte, weshalb sie letztendlich als Wolf wiedergeboren wurde. Das Lichtwesen möchte dem Wolf helfen, diese Stadt des Lichts doch noch zu erreichen, und so begeben sich diese beiden zusammen auf eine Reise. Man selbst steuert dabei den Wolf, doch man lernt zugleich, dass man sich in jedes Tier verwandeln kann, dem man über den Weg läuft, sofern es in Reichweite ist. Ich habe nur die beiden hier gefunden. Wolf, dein Mal, sieh! Was passiert hier? Wolf! Wie hast du das gemacht? Und, oh mein Gott, sind die teilweise niedlich. Schaut euch nur mal diesen Wombat an. Dabei haben die verschiedenen Tiere auch unterschiedliche Fähigkeiten. Ein Wombat kann zum Beispiel durch kleinere Löcher krabbeln oder sich einen Hügel herunterkugeln. Vögel können selbstverständlich fliegen. Und dann gibt es noch Experten, wenn es ums Buddeln geht. Ich möchte an dieser Stelle so wenige Tiere wie möglich zeigen, weil ich es beim Spielen wahnsinnig aufregend fand, wenn ich ein neues Tier entdeckte und mich zum ersten Mal in dieses verwandeln konnte. Ich will nur sagen, es gibt eine Handvoll. Mehr hätten es immer sein können, aber ich verstehe auch, dass man hier aufgrund der begrenzten Ressourcen nicht hunderte von Tieren designen konnte. Auch sind nicht alle wichtig, um in der Story voranzukommen. Das hat mich aber nicht gestört. Im Gegenteil. Apropos Story. Mit Hilfe des Lichtwesens ist Kalani in der Lage, an Feuern ihre Erinnerungen aus ihrem Leben als Mensch abzurufen. Diese Erinnerungen an sich sind bis auf ein paar Ausnahmen komplett unvertont und nur in wenigen Bewegungen dargestellt. Ich fand diese Art der Präsentation sehr angenehm, weil man auch ohne Gespräche der in der Erinnerung agierenden Person genau erkennt, was dort vor sich geht. Lediglich das Lichtwesen kommentiert die Vorkommnisse und ordnet sie teilweise innerhalb der Gesamtgeschichte ein. Oh nein. Banditen? Moment, das ist Kalani. Wolf, da ist sie, ich meine, da bist du wieder. Man lernt also Stück für Stück immer mehr über die Vergangenheit von Kalani und was sie in ihrem Leben so beschäftigte. Auch hier möchte ich nicht zu viel verraten. Nur, dass es eine interessante Idee war, die Geschichte so zu erzählen, auch wenn ihr für meinen Geschmack zum Ende hin etwas die Luft ausgeht. Die Art und Weise der Erzählung aber habe ich bisher noch nicht in vielen Spielen gesehen. Wenn ihr euch jetzt fragt, was macht man denn sonst noch, außer sich in Tiere zu verwandeln und von Erinnerung zu laufen, dann lautet die Antwort: nichts. Das ist der Spielinhalt von Lost Ember. Klingt nach nicht so viel und wenn man ehrlich ist, dann
ist es auch nicht so viel, aber ich fand es nicht weiter störend, dass ich keine kniffligen Rätsel lösen oder kämpfen musste. Nein, gerade dadurch kann man besonders gut in diese Welt flüchten und die Probleme da draußen einfach mal vergessen. Erkundet man die teils weitläufigen, teils kleinen Gebiete, kann man hier und da Pilze oder Objekte finden, die dann in einem Menü aufgelistet werden und ein, zwei Sätze an Hintergrundinformationen über die Welt liefern. Ich verstehe, dass man damit noch Anreize schaffen möchte, dass man sich auch abseits der Wege ein wenig umschaut, aber ich brauche sowas nicht unbedingt. In meinem Video zu 1111 Memories Retold habe ich so etwas Ähnliches schon mal thematisiert. Das klang damals so. Mich persönlich ärgert sowas mehr, als dass es meinen Sammeltrieb anregt. Ich laufe wirr umher, nur um bloß alle Teile zu finden, anstatt der Story zu folgen, und am Ende habe ich knapp die Hälfte aller Secrets gefunden und so auch nicht alle Informationen freigeschaltet. Und das würde ich auch für Lost Ember 1:1 übernehmen. Wobei es hier deutlich netter ist, weil man nicht alle verschiedenen Stücke eines Objekts sammeln muss, um die Informationen freizuschalten. Ich möchte jetzt auf den offensichtlichsten Punkt zu sprechen kommen. Die echt wunderschöne Grafik. Die Landschaften sehen einfach toll aus und da es so gut wie keine HUD-Elemente gibt, einzig einige Tasteneinblendungen tauchen an den entsprechenden Stellen auf, kann man diese in ihrer ganzen Pracht betrachten. Dabei gibt es verschiedene Umgebungen. Saftig grüne Graslandschaften, orangene Wüsten, dichte Dschungel, und schneebedeckte Gipfel. Ich saß teilweise mit offenem Mund da und habe einfach kurz innegehalten, um die Aussicht zu genießen. Schon auf Messen war Lost Ember ein echter Hingucker und hat viele Besucher fast magisch angezogen. Während wir mit dem etwas schlicht daherkommenden Orwell immer etwas neidisch zum Stand der Moonies herüberblickten. Natürlich gibt es hier und da einige nicht ganz so schöne Passagen, aber diese sind drastisch in der Unterzahl. Zur Grafik gesellt sich zudem ein meist ruhiger, atmosphärischer Soundtrack, der die besondere Reise gelungen untermalt. Aber manchmal auch düstere Töne anstimmt. Während ich hier diesen Text schreibe, höre ich ihn mir nebenbei an, weil er mich emotional wieder zurück in das Spiel holt und einfach schön klingt. Zu der allgemein guten Untermalung trägt auch der Sprecher des Lichtwesens bei. Volker Harnisch, den ich sonst als Stimme von Top Gear Urgestein James May kenne, begleitet einen durch dieses Spiel und kommentiert das Geschehen. Wir nähern uns der Kuppel, die mich hier hält. Ich kann diesen Ort seit einer Ewigkeit nicht verlassen. Aber vielleicht findest du eine Möglichkeit. Er ist der Einzige, der die stummen Erinnerungen einordnet und trifft dabei eigentlich immer den richtigen Tonfall. Und wer ist das? Der Name auf ihrem Amulett, da steht Wayla. Es machte mir einfach Spaß, ihm zu lauschen. Das war eine gute Wahl. Allerdings wurde meine Freude immer wieder getrübt. Viel zu oft werden seine Sätze etwas zu schnell nacheinander abgespielt. Ein Satz ist noch nicht zu Ende gesprochen und schon setzt der nächste ein. Hier mal ein Beispiel für so etwas. Vielleicht kann ich dir helfen, die Stadt des Lichts zu erreichen, wenn du mir hilfst. Ein wahrer Janrana-Geist und eine verglühte Seele. Das hat in einigen Momenten die sonst so gut aufgebaute Stimmung gekillt. Das bringt mich zum unangenehmen Teil dieser Besprechung. Den massiven Problemen, die mir während meines Durchlaufs begegneten. Und davon gab es leider eine Menge. Einmal flog ich als Vogel zu einem Plateau, um dort einen Pilz zu sammeln. Oben angekommen, verwandelte ich mich in den Wolf und lief zum Pilz.
Nur flog der Vogel bei meiner Ankunft weg und ich saß auf dem Plateau fest. Was ich auch versuchte, egal wie ich runterspringen wollte, ich wurde immer wieder zurückgesetzt. Ich fiel dabei sogar einmal durch die Welt, weil ich zu weit an den Rand des spielbaren Areals lief. Mir blieb nur, den letzten Checkpoint zu laden, wodurch ich komischerweise in einem Bereich spawnte, den ich bis dahin noch nicht erreicht hatte. Dadurch konnte ich dann eine optionale Erinnerung nicht mehr erreichen. Ein anderes Mal verwandelte ich mich in einen Wombat, um in einer Ruine zu einem für den Wolf unerreichbaren Objekt zu gelangen. Danach wollte ich mich zurückverwandeln, aber wieso auch immer brach die Animation ab und ich verweilte in einem Zustand zwischen Wombat und Wolf. Zwar noch in der Lage, die Kamera zu rotieren, aber unfähig, mich zu bewegen. Auch hier half nur ein Laden des Checkpoints. Und der schlimmste Plotstopper geschah, als ich eine Säule zum Umstürzen brachte. Und daraufhin die Kamera statisch festhing. Zunächst dachte ich, oh, sie spielen mit der Kameraperspektive und ich muss jetzt sicher ein kleines Rätsel lösen, denn ich konnte weiterhin durch die Gegend laufen, nur eben in einem begrenzten Sichtbereich. Zudem konnte ich mit der Taste B etwas überspringen. Ich dachte, wie gesagt, es handle sich dabei um das Rätsel. Nur um dann mit dem Tier an einer Stelle festzuhängen, dann B zu drücken, um dann in der Kameraperspektive der vorherigen Cutscene stecken zu bleiben. Nachdem ich den Checkpoint loot, sah dann alles so aus, wie es schon von Anfang an hätte sein müssen. Hinzu kommt, dass ich in den Extras die gefallenen Helden, eine Liste von Kickstarter-Backern, die sich im Spiel wiederfinden konnten, anschaute, aus Versehen einen Namen anklickte und nicht mehr entfernen konnte. Ich suchte daraufhin nach meinem Namen, den es richtigerweise nicht gab, und bekam diese Meldung, die danach weiter im laufenden Spiel angezeigt wurde. Letztendlich fand ich den Namen von Daniel von Osmotic Studios und wählte den aus, weil ich ihn wenigstens kenne. Danach stand dieser Name im Hauptmenü. Ich finde es eine schöne Sache, die Bäcker einzubauen, aber ich hätte meine versehentliche Auswahl als Nicht-Bäcker gerne wieder rückgängig machen können. Dann stolperte ich hier und da noch über einige fehlende Übersetzungen. Und ja, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Bei ein paar dieser Fehler während der 4 Stunden Spielzeit hätte ich noch ein Auge zudrücken können, aber bei der Masse in so kurzer Abfolge haben sie mir teilweise echt den Spaß am Spiel genommen. Das Team arbeitet weiter daran, diese Bugs zu beheben. Das posteten sie kurz nachdem ich mit meinem Durchlauf fertig war und ich gehe davon aus, dass diese Fehler in Zukunft immer weiter verschwinden werden. Nur bringt mir das natürlich nichts, wenn ich das Spiel in diesem Zustand spielen musste. Versteht mich nicht falsch. Ja, diese Fehler sind beim Spielen echt scheiße gewesen, aber dennoch fand ich die Reise durch diese schöne Welt echt gelungen. Es ist eines dieser Spiele, bei dem man sich zurücklehnt und das man einfach genießen kann. Man sieht an so vielen Stellen, mit wie viel Liebe und Hingabe an diesem Kunstwerk gearbeitet wurde. Seien es die Designs und Animationen der Tiere, die wundervolle Musik, die Sprachausgabe oder ein verstecktes Minispiel, über das ich herzhaft lachen musste. Und wenn man sich die Bewertung auf Steam anschaut, finden fast alle Spieler dieses Spiel super. Da ist es so schade, dass mein Durchlauf so überschattet wurde. Da habe ich wohl einfach die schlechtestmögliche Begegnung mit dem Spiel gehabt. Lost Ember hätte für mich eine wundervolle Erfahrung sein können. Ich wollte dieses Spiel lieben und es hat auch wundervolle Momente. Aber am Ende konnte ich nur dessen Potenzial erahnen und nicht so sehr in die Welt eintauchen, wie ich es gerne getan hätte. Und das ist schon sehr schade. Ich wünsche den Moonies alles erdenklich Gute und bin gespannt, was sie als nächstes Projekt planen. Und euch Zuschauern möchte ich sagen, falls ihr durch dieses Video nicht abgeschreckt sein solltet und euch selbst auf die Reise durch die Welt von Lost Ember begeben wollt, dann unterstützt die Entwickler und kauft das Spiel. Hier gelangt ihr noch zu 2 weiteren Videos von mir. Zum einen mein Review zum guten Spiel Where the Bees Make Honey und zum anderen zu einem Video, in dem ich erkläre, warum ich gerne Need for Speed Carbon spiele. Vielen Dank fürs Zuschauen.